und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für ganz viele Dinge und insbesondere auch für Comics. Das heißt also, dass wir hier regelmäßig über Metathemen sprechen, aber auch ganz oft Gäste am Start haben. Ja, und das haben wir in dieser Ausgabe gleich zwei. Ihr bekommt in Part 2 dieses Gesprächs noch eine Runde mit dem lieben Hannes Klese, glaube ich, heißt der, auf die Ohren zu seinem Indie-Projekt Starchild. Aber vorher reden wir hier noch ganz ausgiebig über einen Comic, der mich allein schon von seinem Cover her sofort angesprochen hat. Wir werden das Interview auf Englisch führen. Er ist Holländer und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das hier geht. Die Rede ist vom Comic Jahr Null und Frank Mayofsen. So, about 3 days ago, I scrolled through my Instagram feed and there was a comic company posting a picture of the cover of a new graphic novel we can buy in March here in Germany. It will be released in March. I don't know any specific date. It's from someone from the Netherlands. It's pretty awesome. On the cover, we can see a little baby vomiting on the back of someone who could be his dad. And after all, I thought, okay, this is exactly my situation. So I have to look for this person. Maybe I have a chance to get an interview. And here we are. He is a comic illustrator and comic author from the Netherlands, living in Amsterdam. He is into comics, he likes motorcycles, he likes beer, and he was in Erlangen 2018, as I saw in the Instagram feed. And after all, I think there's a good chance we become the best friends in the world. Hi, my name is Andy. Who are you? Hello, Andy. This is Frank from Amsterdam. And so everything you said is true. Great. This is preparation. Yeah, very good. Yeah, Frank, how are you? What's up? I'm all right. Yeah, in these crazy times for everybody, mm-hmm. I think. But yeah, seeing the circumstances, I'm good. Well, I have the book out now in Germany. It's just came out in Holland, and it's out. I think out now. I saw some photos on Instagram of shops that have it, so people can run to the stores now. It's out. Do so. Germany. It's a softcover book, 240 pages, yeah. Completely colored. No, four colors. I can see four different colors. And I got the chance to read it. I got the e-comic from the publisher. Thank you very much to this one. And I really, 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 really liked it. Cause Jahr Null is about something very private. I think I'm in the exact same situation. Maybe you can tell us what is Jahr Null, or maybe you can tell us, say, as the original title. What is it about? Yeah, the original title is in Dutch the same, Jahr Null, mm-hmm. And which is Dutch. I was working on a different scenario, which I found hard to finish. And suddenly this idea came up. I started making a scenario and it just rolled out in 2 months. And then I thought, well, I suppose this is what I have to make. And the whole idea is that it's a book about, well, we all know that a human being, the women, or people with a womb, as they say now, are pregnant for 9 months. But I wanted to go through that whole period of what it's like for a man. Or from a man's point of view, or the father figure, and I want to. It's a light story, but you're right. It's also very personal. It's a very intense period with a lot of happiness, but also full of doubts and insecurities. And well, I thought it's a good subject for a. For a graphic novel, I can tell things by showing them and not. I really wanted to make a book without a voiceover. So you're really with the main characters and with the father figure, who I hope people understand sometimes takes things a little too serious, but then he doesn't. And there's always this kind of lightheartedness to it. I hope people see that or people experience that. When they read the book. Yeah, of course. I got the chance to read the book and we are following right. You the whole time through the different phases, different scenarios throughout the whole pregnancy, the whole decision taking getting a child. And first of all, it started with you and you weren't that sure about having a kid, didn't you? Well, I was sure. I was sure that I did not want to have children for a long time in my life until I was about 50. And
met the right woman, mm-hmm. who is here, so I can say whatever I want, but she can't hear it. You know, you have to watch out. I don't have to tell you. I never wanted it, and then it was, well, it's a long thought process, of course, and in the book it's only one or two chapters. But when you live together and you want to spend the rest of your life together, I thought it was an interesting thought process that you should try to do everything you can to make the other person fulfill their life. And you should then consider what you have to do or can do to help the other one to fulfill that. And that sort of changed all perspectives for me in regard to having a child. But it, in hindsight, that's a thought process. But when it happens, it's just like, boom, like a flash. Suddenly, you're filled with another thought, another idea, contrary to everything you thought before, which I find very exciting and very weird. And there's also a chapter where I wonder about this, like, how does an idea arise? How does a shift of thought happen? Does that happen all at once, or does it gradually build? This all sounds probably very serious. It's a very lighthearted, very funny book. So, oh yeah, it is, and it is a very private one. We can have a look at the great details and very private details, of course, like the one we already mentioned. But we are going through problems you had. We are going through the whole birth process. We're going through everyday situations you have. For example, your girlfriend and the mother of your son is, and there's a scene, she has to vomit all the time, and you're going to a pharmacy store or whatever, and there are 1,000 people giving you 1,000 good ideas what you should do. These are situations I really know. Yeah, yeah. Isn't this a very private, a very personal book? And where do you draw the line? What is the moment you say, okay, this is too private, I don't want to show this to the public? Yeah, that's a good question. I thought about it. For me, that line, I draw the line on paper, I wanted to say. But for me personally, I was in art school, and you really learn how to get rid of your boundaries there. So in a way, I'm shameless. But for me, the boundary is where it's about other people's lives, and which are probably much more interesting and deep. But I don't want to interfere in other people's lives. So, and that's also why I changed the names of the main characters. They are very much like me and the people around me, but I wanted to have a little thin veil between it. It is still fiction, or fact-based fiction in a way. Mm-hmm. Mm-hmm. Because, yeah, it involves everybody around you. So that's where I draw the line. An example, for some people it can be a really tough period having a child, and people have sometimes serious problems, it can be a very scary period, and that I really try to illustrate with a few moments where their life brushes with other younger people in hospitals who maybe have a horrible fate. But I only hint at that. I didn't want to go into that, because then very quickly it becomes way too serious. So I almost made it theatrical. You see a crying young woman step into an elevator with a boyfriend, and then the elevator disappears. And you hear her sobbing, and the sobbing disappears in the distance. That's sort of as far as I wanted to go. I just wanted to hint at bad luck or bad experiences. And for me, I tried to do that almost theatrically with light. It's almost like a stage elevator where the doors close and then there's nothing behind it in a way. They disappear from the set.
Yeah, there are peaks of this sadness, but after all, this is a very light-hearted graphic novel comic. Let's talk about the book itself, because this is the thing I was really excited about. I really felt deeply touched because, like I said, I know the situation. So after all, I think it's very light-hearted. When did you start creating the book? What was your intentional idea about it? And yeah, please tell me something about the production process. Where do I begin? I suddenly had the idea of making a book about this subject because when I was younger, I read a lot of cowboy comic books. They were not graphic novels. And I thought it would be funny to have a guy who's almost like, well, he's not a blueberry, but he's a man with a motorcycle. And then I thought it would be funny to go into his head and see all his doubts and fears, but also his happiness, and his happiness is being with his wife and a child. Just very humane story. Just everyday life and how to make that interesting, how to make that the story. I thought, you know, when I was 12 or 14, I would draw always guys with guns and stuff like that. Well, there's no gun in the book. Well, maybe there's one gun in one of his fears, but... if you have a child, a kitchen knife or anything blunt or heavy can be dangerous, you know. So there's fear everywhere. There can be tension and excitement and everything in daily life objects. So I wanted to make a story like that. And the ideas just flowed. I just had to really select subject matters. I went yesterday through my rough sketches, and there were so many subjects I quickly wrote down. And mm-hmm. I have to talk about this. In the end, of course, I made it a story, just a one whole story. It is a work of fiction, of course. It is a journey, and I did that with several chapters, and I really worked a lot on the color in the book. My first book, Zen Ohne Meister, is in black and white, and I really wanted for this book to have color and less words than in Zen. And so I worked a lot on that. Mm-hmm. I think this whole book screams for a second part. I think I'm just waiting for the next one with situations of the childhood of the baby, maybe the first days. I think there are three or four different chapters in the book. I don't know right now. And I think all of the chapters could double up the pages. I think there are so many things to tell, and this could be very funny. Thank you. Yeah. No, true. There's so much to tell, and I had to make a selection. And I am already writing some things out that happen after that. I am working on several new scenarios, and one of them is with conversations between a father and a son. And yeah, the things they can have. My son is now almost five, and he speaks fantastically. But yeah, their language is so poetic, and the things he can ask, they can really, they're like a knife in your heart. It's it's amazing and beautiful. So some things I write down, and when you make little scribbly drawings of a man figure and a boy looking up and asking something, yeah, that really works. I don't know if it's going to be a whole book, and I was not planning on making a sequel or anything, but there is definitely a lot of content in real life. He says fantastic things. He was close to in the zoo in Amsterdam. There's a sculpture of a dinosaur. And then he was saying, Dad, when we get extinct, and that was such a beautiful thing. But yeah, these questions about where we go and who's going to live in our house when we, and that's what he asked, yeah, Dad, who are going to live in our house when we are extinct? Wow.
The real, the big questions, yeah. The big questions. Yeah, exactly. Yeah. What can you? What it can seems you like say? These are aren't these aren't you that guy of Persian too, asking deep questions to yourself, especially in the first pages. We get to know that you really thought about having a child, thought about the black side of life, the dark side of life, especially. Right. Yeah, there are so many things you just pointed them out. For example, the climate change and whatever. So it seems like maybe these thoughts are directly from his father into his little brain. Oh God, I hope not. You make me feel guilty now. No. Yeah, probably him. Yeah, he has half of my genes. So you can't help it. But I also can't help then. I always blame my parents for all this Catholic guilt. And then now I give it to him. But it's weird that some things in the book, for me, sort of foreshadow some things that happened to us all right now. And I was, in a way, always very lighthearted, and I make other voices in the book say these things about the environment, and it's in the main character's nightmares. Mm-hmm. But now with the lockdown, I don't know. Do you? Yeah, you probably still have a lockdown in Germany, right? Of course, yeah, a big one. Yeah, but there's this whole thing of that little close-knit group of a man and a woman, and later a man and a woman and a child. They're a bit isolated in a happy cloud, but also on their own in the world around them. It's the father's biggest fears when he has these very cinematographic nightmares about mm-hmm. being on his motorcycle alone in Paris at night. For me, when I was driving around during the first lockdown in Amsterdam and all the streets were empty, it was so weird. And then I thought back of that chapter and I thought, wow, it's almost as if I was afraid of something like this, or I saw this. It's very weird. I don't know. Mm-hmm. Yeah, I found that strange. That reality sort of follows the book in a way. These dark nightmare dreams, I think, are the kind of nightmare dreams or whatever. They're really interesting, and there's a big part of how to interpret your graphic novel. Like, it's, for example, there are red wolves in the last part, and I'm really thinking about what is this? Is this some kind of drug dream or what is it? It is. Yeah. I really wanted to put that in, and at the end of the book, the earlier version of the scenario, before I spoke with my editor, I showed more personal stuff. They were married and they were telling their family they were pregnant. Mm-hmm. But I took all that out because, I don't know, it felt not that too personal, but a bit cheesy, you know, that, oh, look at this, so happy. And I wanted to isolate them more in the story. I forgot what do I point for. Oh yeah, the drug dream. Yeah, no, it was literally that this happened. Okay, wife, okay. That she had that the nurse said, well, I think we're gonna have to turn down the morphine level. Yeah. She was actually seeing things, and she saw a little. She thought she saw a little plant growing out of the baby's ear. Mm-hmm. And I sort of went on with that in the story, and I thought, oh wait, I'll make all the parents who visit way too early, which happened in real life, young fathers never allow that. give your wife at least a week for herself before you let people come in. But I thought, oh, I'll make them part of the hallucination, and that for me really worked in the story. And the fox is also, I don't know exactly if it's a fox or a wolf, but to have this sort of mythical figure. I don't know, it's like a step into the fantasy world of a child, but also a world of eternal fears or of, I don't know. Yeah. For me, that worked. Just a little hint of what it could be. Yeah.
For me, it was a very interesting view inside the Dutch society and differences. For me, as a German, and as I told you, I know these experiences too. There are some differences I got to know. For example, the things with the midwives. Is it typical for a pregnancy in the Netherlands that you go to midwives when you when you need help? Yeah, it's very typically Dutch. And it's a very odd world. It's a very odd industry. Also, I make some characters in the book say all these things about midwives. They're actually, it's a whole industry, and it's a very, very weird one. It's a different world. In most Western countries, and especially in the United States, it's very normal to go to hospital and to have anesthetics and then give childbirth. And in Holland, it's really like a national sport to not do that and to have this lady come to your house and they try to have a child at home. I don't know. I find it very odd. I should be careful what I say about it because they're a very outspoken, almost militant group. But I have the impression that women suffer a lot and it's like a sisterhood of pain. It's very, very hard. but luckily, in the situation in the book and in reality, the woman, the mother has to go to hospital because she has to have a cesarean. Then you have to go to a hospital. They don't do that at home. It's a very, very specific, it's a very Dutch thing. And I don't know why this is and how this is. It's a very cultural phenomenon. As far as I know, here in Germany, this changed here in the last years. Nowadays, they're having these medics too, these drugs too, to get come clear with the pain. They get painkillers. But just some years ago, it was very natural too. And I think there was motherhood. Mother mafia, something like this year too, because it seems like to be natural to give a natural birth without any painkillers. But nowadays in Germany, they'll pump you up with this shit. Really depends on, that's a time thing. It goes one way and then the other way. No painkillers and then too much painkillers. Mm-hmm. Like, it's so very hard to have the middle road. So in the end of our interview, maybe let's have a look, especially the comic culture, the Dutch comic culture. Is there some kind of Dutch comic family, some kind of scene, people knowing each other? Is there anything like this? And if so, are you part of it? Good question. I don't. There is a bit of, it is a scene, of course, but it's a small scene. I don't know that many people because I only started so recently and I only have two books out. Even though I know some people from like 30 years ago when I was into comics and joined the studio for a year. I'm getting to know more and more people. And I find that a very nice group of people. Mm-hmm. Mm-hmm. Very different than the art world. I shouldn't be too negative about the art world, but I am. The funny thing about the comic world is up to recently, there was not a lot of money in it, especially not in Holland. So everybody who's into comics, they're really into it because they love it, or graphic novels. So you get people who really love what they do or what they collect or what they're reading, and not because it's, not because it makes them famous or anything. Mm-hmm. So that's a really, nice group of people. Mm-hmm. And it was really a bit out of focus or underground in Holland. In Belgium, for instance, there was a lot of subsidizing for graphic novels and comics. It's being taught in art school, which didn't happen until recently in Holland. Sorry.
that's changing a bit, but I think because people had to find it out for themselves, you get a stronger culture. But a lot of Dutch comic artists I find that arise now are good at storytelling. And I think that's always, for me, the most important thing in a good book or a good graphic novel is a good story or a story told well. And some of the things, I'm sorry, I'm generalizing so much, but a lot of Belgian books are very artful, but not that, I don't know, they're not real page turners. Mm-hmm. And yeah, you know, I'm interested in the story. So I'm looking forward to what's coming out in Holland the coming years. I do so too, because if everything is great like your book, we don't have a problem here. Thank you. And what are you looking for? Is there any kind of fair, a comic book fair, a book fair in general? Is there anything like this in the Netherlands? There are. I don't go to that many, though. But I just today saw that there's a book fair in Haarlem, the Stripdagen, which is Comic Days. Mm-hmm. But they postponed it another year until next year. Because of the whole COVID situation, they're not sure if they can do it or not. Yeah, that's really weird. You were right. I was in Erlangen. Was it 2 years ago? Mm-hmm. That was my first comic book festival. Yeah, I really enjoyed that. That was great. It's fantastic to be. As a child, I would go to comic book festivals in Holland. But now, it was my first time as an author with Avant Verlag. Yeah, lovely atmosphere. I really like that the real comic stuff, the graphic novel people who come there. It's a nice city and to drink a beer, as you said, which I like. Yeah, it's a great combination. So I would love to go to Erlangen again. I'm looking forward to that. Oh yeah, we are looking forward for this, stuff like this. Whatever comes. Yeah. Okay, so last question for today. When you read your book, we get to know that nobody wants to get tips from strangers just because the strangers want to give tips. But if strangers ask you for a tip, maybe you can give us your biggest great tip for young fathers or old fathers, just for new fathers. You don't want tips from anyone because everybody has so many tips. I also love that chapter. That makes a lot of people laugh out loud. Because all these tips that were in the book that people gave, I actually got, and I actually heard people give each other. If you really ask me for a tip, that is mind your sleep and see to it that you sleep. And a lot of people neglect that or they think, oh, well, and you're high on adrenaline, of course. But you need your sleep, and it's really... Like I sometimes say, it's not for nothing that sects, you know, like spiritual leaders and military trainers, they all use the same method, sleep deprivation. If you don't sleep for a week or two, or you don't, you know, really have your deep sleep, you do whatever you have to for anyone else if they promise you half an hour sleep. So you go crazy. You snap. So see that you get your good night's rest, if that's possible. Amen. That would be, yeah. Yeah, you must know that. Yeah, you're in that. Yeah. How do you do that? I am used to reduce my sleep, but really? The secret is to get the small sleep you get and get it in one part. So if they're 4 or 5 hours in a row, take them. Yeah. Take them. Yeah. However you can, take them. Yeah. Okay, Frank, thank you very, very, very much for your time and this interview. I wish you the best with your graphic novel and the German release of it, and I really hope there are lots of people out there who will read it. Thank you. Thank you very much for talking to me, and thank you for your enthusiasm about the book. I'm honored. Thanks. Bye. Bye-bye. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Ausgabe, nachdem wir hier gerade mit dem Frank ganz toll über ganz viele Dinge gesprochen haben, zu seinem aktuellen Buch und zum Kinderkriegen in den Niederlanden.
und ihr euch den ganzen Spaß auf Englisch angehört habt und ich euch total dankbar bin, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt, weil es auch nach dem Schnitt kann ich euch sagen, echt, also so oft rede ich jetzt kein Englisch. Viel eher rede ich Deutsch, zumindest tue ich so und glaube das und habe deswegen hier heute noch einen zweiten Gast am Start. Jemanden, der mich ganz proaktiv angeschrieben hat. Jemand, der Comics veröffentlicht und ey, Comics beim Telestammtisch, das kennt ihr vielleicht. Er hat aktuell irgendwelche Kickstarter-Kampagnen am Start oder gehabt und da kommen auch noch neue Dinge auf uns zu und ich folge ihm schon etwas länger auf Facebook und weiß deshalb ungefähr, was da auf uns heute zukommt. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ja, hallo, Hannes Klesse ist mein Name und wenn ich mich kurz vorstellen soll, ich bin nebenberuflich Comiczeichner und Illustrator und habe jetzt meine zweite Kampagne gerade hinter mich gebracht, die ist jetzt gerade vor ein paar Tagen durchgelaufen, erfolgreich wie auch schon die erste und inzwischen dadurch mein drittes Comic veröffentlicht. Die erste Kampagne ging um zwei Comics, die zweite jetzt um den dritten Teil der ersten beiden Comics. Deiner Starchild-Reihe, die ja auch bei einem Verlag erscheint, den wir hier beim Telestammtisch auch sehr gut kennen, weil wir irgendwie auch alle Künstler, die da auch am Start sind, schon mal irgendwie vor Mikro hatten. Du bist ja bei The Next Art unterwegs, richtig? Genau. Den Sebastian, den habe ich mal auf einer Messe angequatscht und er ist ja darauf spezialisiert mit seinem Verlag, so Independent-Projekte zu veröffentlichen oder sie eben zu begleiten und ja, da haben wir uns dann getroffen und jetzt lasse ich das alles über ihn laufen und er hilft mir eben, was so die ganze Infrastruktur dahinter angeht, genau. Ist voll gut, ey. Die sind ja auch echt in Ordnung, ich weiß nicht, kennst du das sonstige Portfolio von denen, das ist ja viel so, sag ich mal, Dinge, die so ungefähr auch in deine Richtung gehen. Ja, ich bin da noch ganz am Anfang, muss ich sagen. Also ich bin bis jetzt nicht so sehr vernetzt gewesen und habe jetzt eben halt öfters mit dem Sebastian geschrieben, mit dem Hock, mit dem Sascha Dörb. Das sind so die mir eben hier und da schon geholfen haben. Aber ansonsten, da hört es dann auch schnell auf. Also ich schnupper da gerade erst noch so rein. Ansonsten bin ich tatsächlich eher aus meiner Jugend so geprägt, was eben die amerikanischen Comics angeht. Ja, das habe ich nämlich schon gehört in einem Podcast, bei dem du schon zu Gast gewesen bist. Wie hieß der nochmal? Das ist der Towntown Talk. Ja, hauptsächlich geht es da um Star Wars, aber er hat für mich mal eine Ausnahme gemacht. Da gab es schon ein längeres Gespräch mit dir, der eben zu dir, deine Arbeit und so ein bisschen werden wir das jetzt hier auch voranstellen. Und da habe ich gelernt, dass du ja auch, und das kann man hier zum Beispiel auch aus den Begleittexten zu deinem Comic lesen, ja eigentlich auch so ein kleiner Marvel-Fanboy bist, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall bin ich so gestartet. Wenn ich darüber mal kurz was erzählen soll. Gib dir. Dann ging los mit 11 Jahren, das erste Hulk-Comic in der Hand gehabt, die schönen Condor-Taschenbücher mit den fantastischen Übersetzungen. Und das ist auch bis heute so meine Figur, die irgendwie, weiß nicht, am stärksten in mir verhaftet ist. Weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll. Naja, auf jeden Fall Hulk. Und dann eben das komplette Marvel-Programm durch die Bank. Und später dann eben auch alle möglichen anderen Sachen. DC natürlich, jetzt eben Image und Vertigo und sowas und schnupper auch in alles Mögliche rein. Tatsächlich bin ich inzwischen von Marvel größtenteils weg. Weiß nicht, vielleicht, weil ich einfach selber langsam dem entwachsen bin oder sowas, weil ich habe einfach das Gefühl, es wiederholt sich ziemlich viel jetzt in den letzten Jahren. Aber hier und da gibt es dann eben halt doch nochmal Perlen, die ich auf jeden Fall noch weiterlese, wie zum Beispiel eben Hulk, ne? Der ist im Moment wieder sehr genial. Ja, ich kann das voll gut nachvollziehen. Es ist einfach irgendwann so, dass da Ermüdungserscheinungen eintreten und man echt mal einen Abstand braucht. In vielen Fällen kommt man auch irgendwann wieder zurück, aber hin und wieder eben auch nicht. Aber gerade so Superhelden, das ist ja was uns alle irgendwie verbindet, denn für viele war das die Einstiegsdroge, geht mir ja nicht anders. Erzähl mal, das ist jetzt eine total unvorbereitete Frage, aber was macht denn für dich eigentlich einen guten Superhelden-Comic aus? Guter Superhelden-Comic. Ich würde mal sagen, das, was eigentlich für mich fast jede Geschichte ausmacht, egal auf welches Medium, irgendwie muss es mich halt emotional packen. Und das hat es halt bei Hulk, ne? Also da ging es halt aus meiner Sicht schon immer ziemlich, also jedenfalls die Comics, wo ich gerade eingestiegen bin, Peter David Run, da ging es halt um Emotionen, ja, die unterdrückte Wut und all sowas. Und das ist halt das, was mich da total getriggert hat. Und wenn das halt irgendwie eine andere Comicreihe schafft, dann ist das auf jeden Fall für mich schon mal eine gute Sache. Emotion. Intensität, ne? Und die nehme ich halt dann eben über diese Emotion wahr.
Ansonsten, klar, gibt es auch, ich mag das, wenn irgendwie die Welt, in der das alles spielt, halt, also das Worldbuilding, wenn das halt irgendwie stattfindet, ohne einem irgendwie zu sehr aufgedrückt zu werden. Ich mag es, wenn, ja, Charakterisierung, ne? Aber gut, das passt dann halt auch wieder, also das überschneidet sich dann ja wieder mit den Emotionen, ne? Also Charakterisierung von den Hauptfiguren. Die Kräfte sind es halt am wenigsten, ne? Ja, auf jeden Fall, das sind super wichtige Aspekte. Klar, ich denke mal auch, alles Artwork wird dir als Illustrator ja auch recht wichtig sein. Ja, genau. Das auf jeden Fall auch. Artwork, wobei ich dazu direkt mal eine Geschichte erzählen kann. Artwork alleine funktioniert bei mir dann halt nicht, ne? Ich habe diese ganzen 90er Image-Comics habe ich mir jetzt vor kurzem mal zugelegt über einen netten Deal und ich wollte die einfach haben, aber ich wusste halt auch, was mich erwartet, dass das halt von der Geschichte dann doch nicht so, meistens nicht so ausgereift ist, dann eben halt fast nur übers Artwork funktioniert. Und das ist dann eben halt, ja, ist okay, aber hält mich dann nicht dauerhaft beim am Lesen. Also die Story ist mir auch wichtig. Und wie gesagt, über die Story eben, also eine Story funktioniert für mich dann, wenn da halt eben Emotionen transportiert werden. Das muss jetzt nicht irgendwie eine hochkomplexe, verklausulierte Story sein, sondern das kann auch einfach, wie jetzt zum Beispiel auch im Kino, jeder zweite Marvel-Film, eine relativ simple Geschichte sein, aber es sollte halt irgendwie was in mir auslösen, ne? Ja, erzähl doch mal ein bisschen konkret nochmal zu dir. Ich bilde mir echt ein. Ich habe in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, dir quasi beim immer besser werden zuzugucken. Denn auf Facebook hast du regelmäßig irgendwas gepostet, bilde ich mir ein. Und ich denke, das war definitiv so. Und vielleicht waren es auch nur 2 Jahre, aber es fühlt sich an wie 5 oder 6. Und ich folge dir halt schon länger und wir sind da auf Facebook befreundet und so. Und du postest da regelmäßige Dinge. Erzähl doch mal so ein bisschen zu den letzten Jahren. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du selbst jetzt richtig Bock hattest, einfach mal loszustarten, einen eigenen Comic zu kreieren? Ja. Ich denke, es sind auf jeden Fall mehr als 2 Jahre, weil ich glaube, vor 2 Jahren habe ich ungefähr Sebastian angequatscht. Oder mag auch schon 3 Jahre her sein. Durch das Corona-Jahr ist ja die Zeitwahrnehmung ein bisschen verschoben. Amen. Und auf jeden Fall hatte ich damals ja schon das Comic, das erste Kapitel auch schon fertig. Also nur, ne, nochmal zur Erklärung für alle, das dritte Comic habe ich jetzt gerade gekickstartet und in Wirklichkeit habe ich auch schon das vierte fertig, was ich demnächst dann eben kickstarten werde und das fünfte habe ich auch schon fertig gezeichnet, aber noch nicht koloriert. Also ich bin da im Vorlauf und das erste liegt halt wirklich schon einige Jahre jetzt zurück, da habe ich auch am längsten für gebraucht. Dementsprechend, ja, auf Facebook aktiv. Wann ging es denn los mit dem aktiven Zeichnen? Also irgendwann musst du doch mal gedacht haben, jetzt bin ich dabei. Zeichnen tue ich schon mein Leben lang. Irgendwo gibt es noch ein paar Zeichnungen von irgendwelchen Schlümpfen oder sowas aus der Grundschulzeit, nee, vor der Grundschulzeit. Also ich glaube, ich habe sogar erst gezeichnet und dann geredet. Ich sag mal so, klar, da hast du dann eben natürlich dem Durchschnitts oder so, dem Durchschnitt Mitschüler halt irgendwie vielleicht einen Vorsprung im Zeichnen. Aber es stimmt definitiv, dass ich die letzten Jahre, glaube ich, nochmal einen Schub gehabt habe, weil ich dann das Ganze eben auch ein bisschen professioneller angegangen bin, weil ich mir ein konkretes Ziel gesetzt habe, wirklich da ein fertiges Produkt auf die Beine zu stellen und weil ich auch bei jedem Kapitel, was ich fertig hatte, dann immer wieder auch im Nachhinein gemerkt habe oder reflektiert habe, ah, okay, das und das und das sieht noch ein bisschen zu sehr nach Fanart aus, so, ne? Und dann, ja, dann könnte ich noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, man reflektiert, also ich liebe das Wort, ja, man reflektiert halt eben einfach, glaube ich, seine Kunst oder seine Produktion da anders, wenn man eben weiß, dass man es am Ende eben auch Leuten ständig präsentieren muss oder beziehungsweise Leute dann eben dafür ja, dieses Produkt dann ja auch irgendwann kaufen sollen und dann eben dir Feedback geben und so weiter und so fort. Also das, ich glaube, das hat mir halt einen gesunden Druck gemacht, der mich jetzt auch auf eine andere Art motiviert. Früher habe ich habe schon immer gezeichnet, aber ich habe mir dann halt auch eben mal längere Pausen gegönnt oder ich habe mal die Motivation verloren oder ich habe mich vielleicht einfach mal ein paar Jahre nicht weiterentwickelt oder sowas, weil ich da auch gar keinen Wert drauf gelegt habe. Und jetzt mit meinen 41 Lenzen versuche ich da halt eben nochmal Gas zu geben, ne? Ja, ist ja großartig, auch gerade, dass du das als
du sagst es nebenbei, also quasi als Hobby, meinetwegen als semi-professionelles Hobby auch betreibst, finde ich ja schon top, auch dass man dann noch vorankommen möchte und eben nicht auf einem Level stehen bleiben will, ist positiv bemerkenswert. Also ich bin jetzt Anfang 30 und finde es schon schwer, im Alltag irgendwas ja. nochmal anders zu machen, als ich gewöhnt bin. Ja, und das ist halt wirklich klasse, weil man dir auf Facebook einfach zuschauen konnte, wie da Stück für Stück Dinge besser wurden. Ich meine, du kriegst ja an Social Media Plattformen auch, da kriegt man ja generell als neu startender Künstler und Künstlerin ständig auf die Nuss. Da gibt es jetzt aktuell jemanden, ich weiß nicht genau, wie der Name ist, aber die Person postet doch ziemlich viele Superhelden, macht da so quasi Fanart, aber das mit den Proportionen, das klappt noch so gar nicht. Also, die ist die Brust doppelt so groß wie der Kopf und die Arme sowieso. Also man erkennt schon, was es ist und es ist sehr detailverliebt, aber die Proportionen passen gar nicht und auf jeden Fall gibt es da sehr viel, sehr negative, fast schon vernichtende Kritik. Wie bist du mit sowas umgegangen? Wie bist du am Ball geblieben? Weil genau das sind die Tipps, die wir hier vielleicht auch so ein bisschen vermitteln wollen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm war es bei mir nicht. Also was das Feedback angeht. Ich kann mich eigentlich eher an das Positive erinnern. Ich weiß auch jetzt nicht genau, woran das liegt. Vielleicht war ich selber einfach noch nicht so aktiv am Anfang. Also vielleicht war auch Facebook damals noch anders. Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn das Feedback anders gewesen wäre. Ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Dimension hier berichten und nicht aus dem Paralleluniversum. Du hast nur positives Feedback bekommen, weil es geil war. Mach uns nichts vorkommen. Es war halt geil und die Leute haben nichts Negatives gefunden. Nein, nicht nur positives Feedback, aber ich sag mal so, es gab keine, was du jetzt eben meintest, es gab keine vernichtenden Kritiken oder sowas. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht, von wem du sprichst. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie man auftritt. Ich bin damals ja auch nicht jetzt irgendwie so aufgetreten von wegen, hey Leute, hier schaut mal, was ich zeichne und bald gibt's einen Comic von mir. Unterstützt mich alle bei Kickstarter oder sowas, sondern ich habe halt eben erstmal einfach Sachen gezeichnet, gezeigt, dann eben hier und da Feedback bekommen. Ich denke mal, wenn es den Leuten nicht gefallen hat, haben sie auch einfach nichts geantwortet oder so, nichts geschrieben. Ich glaube, bei mir macht viel aus, dass ich dann einfach von anderen Leuten was sehe. Sei es jetzt natürlich die Stars quasi, denen ich nacheifer, sei es aber dann über Facebook, dass ich halt andere Leute sehe, hey, das sind auch einfach nur Dudes wie ich. Und die sind aber in manchen Sachen eben noch besser. Und dann gucke ich mir halt an, was die so machen denke, okay, das ist auch alles. Die kochen auch nur mit Wasser. Genau. Ja. Oder auch überhaupt die Social-Media-Möglichkeiten heutzutage, dass ich eben zum Teil eben dann auch die Stars sehe, wie sie eben auf YouTube ihre Sachen produzieren. Und da dann auch sehe, okay, alles klar, das kann ich auch so ungefähr. Ne? Also nicht immer, aber ich versuche dann eben in diese Richtung zu kommen. Ja. Ja, also ich nehme es selber auch so wahr, dass ich besser geworden bin. Top. Also das erstmal als Feststellung. Immer besser werden ist voll gut, danke. Genau. Wenn aber ich dazu kurz was sagen darf. Ja, gern. Vielleicht hängt das aber auch ein bisschen mit meinem Hauptberuf zusammen. Ich komme ja aus dieser, ich unterrichte hauptsächlich und komme ursprünglich aus dieser ganzen Fitness-Ernährungsschiene und baue das tatsächlich auch ein bisschen in meinen Comics ein. Und da geht's halt ja ganz stark darum, immer Progression, immer stärkere Reize setzen, um halt eben den Körper auf ein neues Level zu bringen. So, das ist quasi der Grundgedanke in der Trainingslehre. Und so betrachte ich inzwischen halt auch dieses Zeichnen, ja. Zeichnen wie ein Sport. Geil. Ja, schon so ein bisschen, ja. Also so betrachte ich fast alles im Leben so ein bisschen. Ja. Man kann an jeder Eigenschaft arbeiten, wenn man merkt, dass es auf jeden Fall Nachholbedarf gibt oder dass es da noch Raum gibt, um besser zu werden und einem das wichtig ist. Dann, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Danke dafür. Das werde ich noch mal ein bisschen drauf rumdenken und dann vielleicht nochmal Feedback geben. Finde ich sehr gut. Dankeschön. Aber vielleicht nochmal recht konkret jetzt auch mal zur Comic-Reihe selbst. Du hast mir netterweise vorab die ersten 4 Hefte geschickt. 3 davon sind jetzt, glaube ich, schon normal erhältlich und du hast bereits gesagt, das 4. ist noch in so einer internen Revision. Erzähl doch mal, die Reihe heißt Starchild und ich weiß, du liebst diese Frage, aber warum geht's eigentlich in Starchild? Ja, genau, ich hasse die Frage. Nein, also, aber ich weiß auch, dass man sie eigentlich beantworten können müsste. Das war auch letztens ein Gespräch mit jemandem, der mir auch Feedback gegeben hat. Achso, ganz kurz noch, das 3. Heft ist quasi, ich weiß nicht, ob mit dem Erscheinen des Podcasts, ob es dann erhältlich ist. Die sind jetzt ganz frisch erst zum Verkauf geschickt worden. Also das heißt, der Verlag und auch ein Online-Shop, der die schon mit reingenommen hat, die brauchen natürlich dann auch ein paar Tage oder 2-3 Wochen, um das dann in ihren Shop aufzunehmen. Ja, worum geht's in Starchild? Also es ist eine
ein junger Mann, der eigentlich ein Aussteigerleben führt, ja, im Wald und da auch so ein bisschen märchenmäßig mit seiner hochbegabten Freundin, Lebenspartnerin, also mit hochbegabt meine ich, sie hatten gewisse Superkräfte, zusammenlebt und auch mit ihren zwei Tierchen, ja, meine beiden Lieblingstiere, habe ich mir einfach die Freiheit genommen, die mit einzubauen, Nashorn und Gorilla. Und ja, im weiteren Verlauf ist es dann eben so, es wird klar, es spielt in der Zukunft, ja, es spielt, es wurde schon bezeichnet als Urban Fantasy, also eine Welt, die quasi möglich sein könnte, sich aus dieser heutigen Realität, in der wir leben, sich zu entwickeln, natürlich, aber eben mit gewissen Fantasy-Elementen. Und aufgrund eines Unglücks, Vorfalls, müssen sie dann eben zurück in die Großstadt, aus der sie ursprünglich kommen. Und das ist eine Megametropole, so wie ich mir eben vielleicht eine Megametropole in der Zukunft vorstelle, wenn es mit unseren aktuellen ökonomischen Lebensverhältnissen so weitergeht. Also das heißt, das Kapital ist sehr zentriert, ja, in der Innenstadt und drumherum eben große Vorstädte, die eigentlich brach liegen und wo nicht viel passiert. Die Leute sich zu Tode langweilen, auf Deutsch gesagt. Und das ist so die Welt, in der das Ganze spielt. Und ja, sie werden dann eben hineingeworfen in ein paar kleinere Abenteuer und lernen dabei eine sehr wichtige, einflussreiche Person kennen, den Präsidenten der Stadt, die Global City heißt. Und dieser Präsident hat auch ein paar sehr auffallende Eigenschaften. Ja, er ist ein bisschen größer als der Durchschnitt. Er ist ein bisschen kräftiger als der Durchschnitt. Ich gebe es zu, er ist etwas inspiriert von Hulk, ja, meiner Lieblingsfigur, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Aber er ist eben auch ein bisschen intelligenter und charmanter als Hulk. Und ja, wie gesagt, vor allem erinnert er auch stark, und das hast du auch irgendwo geschrieben und das ist mir vorher schon aufgefallen, wenn er ein Schauspieler wäre, müsste er mit Dwayne The Rock Johnson besetzt werden. Genau. Definitiv. Ja. Hoffen wir mal, dass das innerhalb der nächsten 2 Jahre verfilmt wird, weil der Mann wird ja auch nicht jünger. Mhm. Genau, ja. Also da habe ich mich tatsächlich so hier und da so ein bisschen gerade so, also Optik, ich zeichne jetzt ich habe zwar hinter jeder Figur steckte zwar ursprünglich mal irgendeine reale Person, die ich so als Inspiration genommen habe, aber ich zeige jetzt nicht so naturalistisch, dass man da, glaube ich, direkt die Figuren erkennt, aber eben, ich habe mich auch gerade was so die Körperhaltung und so weiter und so fort, da habe ich schon versucht von Dwayne Johnson, The Rock, einiges zu übernehmen, weil er für mich so er verkörpert für mich so diesen Alpha-Typ-Mann, dem viele Männer eben hinterherhecheln, gerade eben aus dieser Fitnessbranche, woher ich komme. Und genau das wollte ich halt eben für diesen Präsidenten. Ja, und genau, der soll dann so ein bisschen auch noch nicht ganz greifbar sein am Anfang. Ja, was der jetzt eigentlich, in welche Richtung der jetzt eigentlich als Charakter gehen soll. Ob er halt eben gut, schlecht ist, oder ja. Im Zentrum steht ja ein Pärchen, eine Frau, die fliegen kann, mit einer total krassen Figur und ein sehr agiler Typ. Und was mich ja interessieren würde, ist, ob das zu dem Ganzen drumherum noch dick die Origin-Stories gibt mit krass dem Universum, zumindest in deinem Kopf, oder ob das, sage ich mal, eher so kleine Schritte sind, in denen du dein Projekt voranbringst. Mhm. Ich denke, kleine Schritte. Ich neige ja eher so zu großen Panels und es sind jetzt nicht, es ist jetzt irgendwie keine mega, also ich sag mal so, ein Kapitel ist dann eben halt auch überblickbar, denke ich. Aber das 5., was ich schon fertig gezeichnet habe, noch nicht fertig koloriert, das, was du auch noch nicht gelesen hast, ja, was quasi das, die ersten 4 schließen so ein bisschen den ersten Story-Arc ab und das 5., was darauf folgt, da wird dann auch ein bisschen mehr erläutert, was eigentlich so hinter jeder einzelnen Person steckt. Ja? Origin, ich will jetzt nicht sagen, dass da mega viel dazu erzählt wird, aber es wird auf jeden Fall das Wichtige, das Wesentliche dem Leser offenbart. Ja, so würde ich sagen.
Was mir sehr gut gefällt, ist ja grundsätzlich das Dystopische. Ich lese einfach gerne dystopische Geschichten. Und das ist hier gerade in Anbetracht der ökologischen Situation auf unserer Erde und auch der Grundlage, die das dann für deine Geschichte darstellt, doch eigentlich sehr interessant. Es ist auch ganz interessant, wie du die Stadt darstellst. Du hättest sie deutlich dunkler darstellen können als eine Art, meinetwegen dieses Neo-Gotham, was es auch bei Batman of the Future gab. Das hättest du ja auch durchaus machen können. Kommt ja auch gerade total gut an. Düstere Endzeit-Szenarien in dunklen Städten auf fremden Planeten. Warum hast du dich entschieden, das da doch eher hell zu machen? Global City ist für mich nicht düster. Also die Innenstadt ist für mich, wollen wir mal ein bisschen philosophisch werden, so das Himmelsreich, ja, wo alle hinwollen. Und die umliegenden Städte, da ging es mir jetzt nicht um Dunkelheit oder sowas. Ja, in manchen Szenen vielleicht, wo dann eben halt auch mal kurz Gefahr lauert. Da ging es mir aber eher um das so ein bisschen verrottet, so ein bisschen Armut. Es lässt sich leben, ja, aber zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, so ungefähr. Ne? Diese Lebenssituation wollte ich darstellen. Es ging mir jetzt, ich mag auch Dystopien, aber es ging mir jetzt nicht um dieses Extreme, dass der Tod da irgendwie um die nächste Ecke lauert oder Roboter die Welt übernehmen oder so etwas. Das ist nicht so das Klima, was ich da erschaffen wollte. Mhm. Also es ist eher dieser Gegensatz zwischen eben Vorstadt, irgendwie Trostlosigkeit und Innenstadt, alles so ein bisschen blitzeblank und es geht immer weiter nach oben, ja. Ja. Ist das Ganze dann in so einem klassischen Story-Arc von, keine Ahnung, 6 Heften auch zu Ende erzählt oder ist da erstmal kein Ende in Sicht? Da ist ein Ende in Sicht. Mhm. Also es wird voraussichtlich 8 Kapitel haben. Wie gesagt, ich bin jetzt beim 6. gerade und nach meiner Planung müsste das auch hinkommen. Es könnte sein, dass das 8. ein bisschen länger wird. Aber 8 Kapitel, dann ist die Geschichte, die ich eigentlich ursprünglich erzählen wollte, abgeschlossen. Aber, ja, das wurde ich auch schon mal gefragt, ich habe mir selber eine Option geschaffen, wie es danach weitergeht. Und tatsächlich, ich kann es nicht verhindern, ich kriege auch schon regelmäßig Ideen. Also eigentlich steht auch schon die Folgegeschichte. Wie die verknüpft ist miteinander, will ich jetzt halt nicht verraten. Aber ja, es geht weiter, aber es ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte, wenn man versteht, was ich damit sagen will. Ja, natürlich, dass du die Optionen frei offen hältst, ist doch super für alle Lesenden. Und noch besser ist aber auch, wenn vorher schon mal so ein grundsätzlich befriedigendes Ende da ist. Das ist ja auch super. Ja, man wird beide unabhängig voneinander lesen können, auf jeden Fall. Erzähl doch nochmal zur Kickstarter-Kampagne. Die ersten 3 Hefte sind jetzt durchgekickstartet, richtig? Mhm, ja. Und da ging es vor allem um die Druckkosten oder worum ging es? Druckkosten, ein bisschen Werbung. Okay. Ein bisschen Lebensunterhalt, ja, das spielt jetzt noch nicht so eine große Rolle, aber langfristig würde ich natürlich schon damit auch so Geld verdienen, dass ich dann eben andere Tätigkeiten reduzieren kann. Ja, auf jeden Fall, gerade wenn du die Dinger vielleicht auch irgendwo mal live auf Veranstaltungen verticken kannst oder so, dafür viel Erfolg. Was ich mich nur immer frage, bei gerade dieser Druckkostengeschichte in so, wenn man eben dann doch mit einem Verlag zusammenarbeitet und ich weiß, wie die Leute, wie die Jungs insbesondere bei The Next Art aufgestellt sind, das ist ein kleiner Indie-Verlag, da muss man auch aufs Geld gucken, ist mir schon klar. Aber wenn es jetzt so einen Verlag gibt, müssten die nicht eigentlich in einer perfekten Welt so ein bisschen Kapital in die Hand nehmen und den Druck vorfinanzieren? Wäre das nicht eigentlich besser? Mag sein. Das ist aber aus meiner Sicht, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, nicht das Geschäftsmodell von diesem Verlag. Also das ist, dieser Verlag wurde, so wie ich es verstanden habe, eben einfach aus dem Grunde gegründet, damit eben Leute wie ich überhaupt eine Infrastruktur haben, wo sie eben dann ihr Comic veröffentlichen können. Ja. Und deswegen, also das ist die Kosten und so weiter und so fort, die trage ich. Das hatte ich aber ehrlich gesagt auch nie in Betracht gezogen, dass das anders sein könnte, weil ich glaube, dafür ist mein Projekt auch nicht, Mainstream-tauglich genug. Oder ich glaube, ich muss eben erstmal Leute reinziehen, die dann halt sagen, jo, das gefällt mir, ich bleib dabei. Und dadurch dann eben wachsen, als dass ich jetzt sage, hier, schaut mal her, Herr Verlag, ich habe hier eine tolle Idee, das klingt doch gut, lass uns doch mal zum Comic machen. So, das hätte, glaube ich, bei dieser Geschichte nicht funktioniert. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich wollte auch da keine Kompromisse eingehen. Das ist mein Ding und ich wollte das so machen, wie ich da Lust drauf habe. Und deswegen war es vielleicht auch, glaube ich, auch gar nicht so sinnvoll, da jetzt irgendwie sich über einen Verlag Gedanken zu machen, der dann eben mich mehr unterstützt, weil die haben dann ja auch gewisse Forderungen.
völlig nachvollziehbarerweise. Du hast jetzt gemeint, du hast den Sebastian vom Verlag vor Ort angesprochen, bei irgendeiner Messe oder Con oder so. Mhm. Bist du denn so Con- und Messegänger? Hat man dich schon mal irgendwo gesehen, vielleicht sogar in München, Erlangen oder auf irgendeiner Convention? Naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ein totaler Stummhocker. ich mache mein Leben so. Ich habe meine Familie inzwischen und war bis jetzt kein großer Messengänger. Das will ich jetzt ändern. Ja. Okay. Und ich war auf Messen, aber andere Messen. Ja, das waren halt eben Fitnessmessen. Mhm. Und da, wenn ich ganz ehrlich bin, da will ich nicht mehr so schnell hin. die waren eine Zeit lang ganz lustig, aber jetzt habe ich da auch die Nase voll. Nee, und Comic-Messen geht jetzt halt erst los auf meine alten Tage. Ich habe, was wollte ich sagen? Nee, ich bin, wie gesagt, das Ganze professionalisiert sich bei mir und vernetzt sich jetzt erst eben durch die tatsächlich fertigen Produkte. Jetzt mach dich mal nicht älter als du bist. 41 ist in der Comic-Szene genau gar kein Alter. Da gibt es ganz andere. Du hast hier schon ein paar Namen genannt, die auch zusammen mit dir beim Verlag veröffentlichen. Die haben da noch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Ja, ich bitte nicht älter. Das zweite Lebensdrittel hat gerade begonnen, sag ich immer. Ne? Ja, so sieht's aus. Und dann natürlich noch habe ich das Ganze jetzt hier von dir dankenswerterweise eben als PDF bekommen. Und ganz ehrlich, ich lese sau gern sau viel digital. Wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der die Dinger lieber gedruckt zieht, auch weil er sie besser dann verkaufen kann? Oder ist dir egal, wie die Leute es lesen, weil es ja offensichtlich auch digital funktioniert? Wie ist also deine Meinung zu digitalen Comics? Ich selber lese lieber auf Papier. Am liebsten halt eben Trade Paperbacks. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich auch vermehrt jetzt auf digital umsteigen sollte, aus Platzgründen. Mhm. Papier würde ich rein von der Haptik her bevorzugen, aber es ist bei mir langsam wirklich problematisch. Ich habe, ich sammle ja nur noch wenig und trotz, aber ich bringe es auch nicht übers Herz, meine alten Sachen irgendwie wegzugeben. Und da bin ich irgendwie zu sehr Sammlertyp. Ich habe einfach die Sachen gerne im Regal stehen so und habe aber wirklich langsam ein Platzproblem. Und jetzt kommen halt eben auch noch dann meine eigenen Comics dazu. Und was die Kunden wollen, die Leser von meinem Comic, da freue ich mich über jeden, der es einfach liest und am Ball bleibt. Also das ist, da bin ich völlig unromantisch. Papier oder PDF, ja, die Geschichte zählt. Und man kriegt ja beide Versionen direkt bei dir, schätze ich, ne? Da lerne ich auch noch viel dazu, was diese ganzen Belohnungsmöglichkeiten angeht. Ich hatte es jetzt eben so gemacht, dass ich die Sachen einzeln angeboten habe, also entweder PDF oder Heft. Und dann hat mich aber auch beide Kampagnen jemand angeschrieben und gesagt, hey, ich hätte die gerne auf einmal und zack und so weiter. Und das ging aber irgendwie nicht, so zwei verschiedene Belohnungen auszuwählen. Also habe ich die dann auch noch dazu gepackt. Und das werde ich jetzt bei der nächsten Kampagne dann natürlich versuchen, direkt im Vornherein zu bedenken. Genau. Also man kann über die Kickstarter-Kampagne auf jeden Fall beide Versionen bekommen. Sehr gut. Du bist jetzt also vor allem im Star Trek-Universum unterwegs oder gibt es schon wieder ganz andere Geschichten, meinetwegen über einen Frosch oder was auch immer? Auf jeden Fall. Nein, Frosch nicht. Ich habe eine Sache, da habe ich aber nur mitgeholfen. Das ist ein Projekt, wo so verschiedenste Zeichner mit einem Autor zusammengearbeitet haben, hier Sumi. Mhm. Das ist auch vor kurzem erschienen beim Kultverlag. Und der Sascha war auch dabei, der Sascha Dörp. Mhm. Der hat auch das Cover gemacht. Genau, und da war ich dabei. Das ist jetzt vor kurzem erschienen, aber das liegt eigentlich für mich schon ein bisschen länger zurück. Da hatte ich die Seiten, die halt von mir waren, die hatte ich schon vor ein paar Jahren fertig. Das und mal eben überlegen, ich hatte mal an einem Comic gearbeitet, aber das werde ich jetzt nicht veröffentlichen. Das war so eine, ja, so eine Crime-Noir-Geschichte. Das war aber rückblickend wohl eher so ein Zeichenexperiment. Also ich hatte da einfach Lust drauf, das zu zeichnen, aber die Story selber war sehr halbgar. Und ansonsten die Sachen, die im Moment im Kopf rumschwirren, an denen ich meine Zeit vergeuden will, wollte ich gerade sagen, die haben schon irgendwie, ja, sind schon irgendwie alle mit Starschild verknüpft, ja. Aber gut, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Also ich weiß nicht, was die Zukunft bringt.
Niemand weiß das, insbesondere die Frage von Messen und so kann kein Mensch beantworten. Jetzt genau. Ist es die Tage ja erst, dass München doch nur eine Ausstellung machen wird und keine Veranstaltungsmesse, weil das einfach die Regularien nicht hergeben. Also wir sind sehr gespannt, wie sich das Jahr 21 entwickelt. Vermutlich wird es 2020 hier nichts nachstehen. Mal gucken, was da kommt. Dann ganz zum Schluss unseres Gesprächs dann nochmal so generell allgemein die Frage, wie sieht's aus? Hast du eigentlich gelegentlich nochmal die Zeit, selbst irgendwas zu lesen? Vielleicht sogar ein Comic oder ein Buch? Falls dem so ist, empfehl uns nochmal was. Oder sind es eher gerade Filme und Serien, Podcasts, Hörspiele? Erzähl mal, was ist denn so gerade deine popkulturelle Empfehlung der Woche? Eine oder soll ich ein paar aufzählen? Gib dir, Feuer frei, wir haben Zeit. Danke, okay. Also Comics fange ich mal mit an. Ich lese weniger als früher auf jeden Fall, aber ich lese auf jeden Fall noch Bruce Banner Hulk von Panini. Das, ich finde die einfach mördergeil, wie die es geschafft haben, da nochmal was völlig Neues irgendwie zu erzählen und doch wieder Altes, also genau mein Ding. Dann Invincible lese ich das erste Mal, die hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber erscheint jetzt eben halt auf eine nette Art von Crosscult, die lese ich. Mal gucken, da kriege ich den nächsten Band in den nächsten paar Tagen. Es gibt so ein paar Sachen, die habe ich hier rumliegen und noch nicht gelesen. Ich habe mir mal vor kurzem die komplette Discender und Escender Serie schenken lassen. Finde ich auch gerade. Muss ich mal irgendwie lesen, aber kam ich noch nicht zu. Und ab und zu kaufe ich mir dann auch mal so alte Marvel-Dinger, die dann hier von Hachette erscheinen. Ich habe hier noch den kompletten Planetary Omnibus auf Englisch rumstehen, aber irgendwie bin ich bisher noch nicht über die ersten zwei Kapitel raus. DC habe ich fast eingestampft, aber nicht aus Qualitätsgründen, einfach weil ich irgendwie, keine Ahnung, da dann kein Draht, einfach irgendwie draußen war. Ich habe hier, das lasse ich mal weg. Nee, und sonst, Medien, also das letzte Buch, ich lese nicht so oft Bücher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wenn ich mal lese, dann gerne so Science Fiction und da ist halt mir auf jeden Fall dieser Zyklus von Cixin Liu, wenn man ihn so ausspricht, die drei Sonnen der Zyklus, den kann ich empfehlen, wer also auf ausführliche Science Fiction mit viel Technikgebabbel steht, fand ich sehr geil. Und ansonsten Podcast, da höre ich tatsächlich, auch Comic-Podcasts und so höre ich jetzt mal rein, gerade wenn ich jetzt eben auch selber da frage, ob ich dann eben da mal vorbeischauen kann. Aber ich höre tatsächlich sehr regelmäßig Wrestling-Podcasts. Ich schaue Wrestling und höre die Podcasts darüber fast noch lieber. Weiß nicht, das ist so ein Ding, das höre ich dann ganz oft zum Einschlafen. Oder wenn meine Tochter einschlafen soll und ich sie dann das dauert dann halt eine Stunde oder sowas, dann höre ich gerne Wrestling-Podcasts nebenbei. Hast du konkrete Empfehlung? Die Jungs vom Spotfight Wrestling Podcast, die höre ich gerne. Die machen das aus meiner Sicht so am, ist eine gute Mischung an Leuten. Und da findet jeder so seinen Charakter irgendwie. Und ich weiß nicht, ob du dich, beschäftigst du dich mit Wrestling? Kennst du? Nein. Ich würde letztlich sagen, okay, nein. Ja, aber die analysieren das eben so ein bisschen, ne? Da geht es dann nicht nur von wegen, oh, der ist geil oder der, sondern da geht es dann eben um die, in Anführungsstrichen, Kunst dahinter. Und das finde ich doch ganz angenehm. Die haben da tatsächlich auch zwei Typen dabei, die selber Wrestler sind, beziehungsweise waren und dann eben immer noch mal so ein bisschen den Einblick geben können, was da jetzt für eine Intention wahrscheinlich dahinter steckte, warum der eine das gemacht hat und dann, oder warum das und das schiefgegangen ist oder so etwas, ja. Also Wrestling-Podcast. Ansonsten höre ich, berufsbedingt höre ich noch ab und zu Fitness-Podcasts. Über Zeichner, also von Profizeichnern, aber da was Konkretes, da höre ich einfach querbeet, was mir gerade so über den Weg läuft. David Finch gucke ich gerne, der viel für Marvel und DC gezeichnet hat und der hat halt einen eigenen YouTube-Kanal. Ich hier selber war übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal und kann auch ein paar Follower gebrauchen. Werde ich wie alles in den Shownotes verlinken, wie immer. Das findet ihr alles, was ihr braucht. Auch hier, keine Ahnung, Social-Media-Plattformen und so. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Ja. Ansonsten, wenn ich nochmal so Filme Revue passieren lassen soll, ich gucke wenig Serien.
in den letzten Jahren. Also obwohl die Serien, ich weiß, sie sind immer besser. Also wir haben eigentlich die beste Serienzeit denn je wahrscheinlich. Aber ich habe oft einfach das Gefühl, dass ich nicht mehr die Zeit habe, weil ich dann eben abends doch lieber einfach an meinen Sachen arbeite. Aber jetzt WandaVision fand ich cool. Kommt ja heute die letzte Folge, werde ich mir reinziehen. Und The Boys, also was mit Comics zu tun hat, ziehe ich mir dann eben doch noch rein. The Boys fand ich auch ganz cool. Und mal überlegen. Ja, ansonsten Filme gucke ich wirklich alles, weil Filme ist dann halt eben kurz mal abgeschlossen nach zwei, drei Stunden. Da gucke ich halt natürlich die ganzen Comicfilme, Superheldenfilme würde ich eher sagen, aber eben auch querbeet alles andere, Science Fiction gerne und gibt jetzt so ein, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, so einen südkoreanischen, der auf Netflix ist, den wollte ich mir nochmal reinziehen. Science Fiction Film, ja. Also südkoreanischen Science-Fiction-Film, läuft auf Netflix. Ja, muss ich mal eben gucken, wie der heißt. Dieses Star Citizen oder sowas? Das könnte sein. Ich glaube, ja. Naja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ja, Mensch, Hannes, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen ausführlichen Infos, insbesondere auch viel Erfolg noch mit der Geschichte rund um Starchild und deiner Reihe. Ich bin mir sicher, dass du da bei The Next Art genau den richtigen Verlag getroffen hast, um mit denen zusammenzuarbeiten, und ich würde mir doch sehr freuen, wenn wir es irgendwann mal schaffen, keine Ahnung, ein Bier zusammen zu trinken oder so, wenn die Welt wieder etwas mehr in Ordnung ist als jetzt vielleicht. Ja, super, das würde mich auch freuen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es wieder die Möglichkeit geben wird. Und ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Und ja, wer Bock hat, wie gesagt, Starchild, wer auf Superhelden-Action im Sci-Fi-Gewand steht, mit ein bisschen Ökologie, Ökonomie und Sozialwissenschaften, nee, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer auf sowas steht, der kann mich kontaktieren oder einfach bei der nächsten Kampagne dabei sein. Würde mich freuen. Prima. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.